Hallöchen, ich begrüße dich. Heute geht's um Gläserrücken und seine Folgen. Vielleicht kennst du das Spiel, sage ich jetzt nicht. Ich nenne es mal Ritual. Gläserrücken, wo man da so ein Witchboard hat oder einfach so Zahlen und Buchstaben im Kreis hinlegt und dann ein Glas in die Mitte stellt, seine Finger drauf macht mit ganz viel anderen und dann bewegt sich das Glas da hin und her, wenn man eine Frage gestellt hat. Und ich habe da so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe es zweimal oder dreimal gemacht und ich würde es nie mehr tun. Es ist kein Spiel. Ich kann es wirklich nur jedem abraten, sowas zu machen. Weil meine Erfahrungen sind einfach, als ich das getan habe, danach fing es einfach an, dass ich Geräusche gehört habe auf dem Schrank. Also es war nicht bei mir zu Hause, zum Glück. Aber da waren Geräusche auf dem Schrank. Ich habe eine Stimme hinter mir gehört. Die Badezimmertüre ist einfach zugegangen. Einfach so. Das war einfach so. Ich war auf dem Klo, das war nachts. Und dann bin ich, also da war so eine Wendeltreppe, wo ich gewohnt hatte. Und von oben konnte man so schräg auf die Badezimmertüre schauen. Und die Badezimmertüre hat da gequietscht, wenn man sie zugemacht hat. Und dann stand ich da oben und dann schaue ich da runter. Auf einmal geht die Türe zu. Und ich habe es auch gehört und dann bin ich ins Zimmer gerannt, weil ich richtig Schiss hatte. Und dann bin ich einfach in meine neue Wohnung gezogen und da war erstmal gar nichts. Und dann vor kurzem, also letztes Jahr war das im Sommer, da fing es einfach an, dass ich draußen war und dann bin ich reingekommen in meine Wohnung und dann war das Licht an, dabei habe ich es überhaupt nicht angemacht. Es muss nur einfach so angegangen sein. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich beobachtet werde, also ich fühle mich richtig beobachtet von irgendjemand in meiner Wohnung. Und das Gefühl ist einfach nicht so schön, finde ich, wenn man dann ja irgendwas macht und dann denkt man, ja, da ist jetzt jemand, der einen zuschaut, aber da ist eigentlich niemand. Ja, das sind einfach so meine Erfahrungen mit dem Gläserrücken. Und darum würde ich es nie mehr tun, weil man kann auch einen bösen Geist rufen, also einen Dämon. Und der kann, ja, der kann einem wirklich Schaden zufügen. Man kann verrückt werden dadurch. Man kann wirklich abdrehen. Und Gläserrücken kann auch süchtig machen. Also ich würde es schon gern tun, weil es fasziniert mich. Aber ich habe auch wirklich Angst davor, dass es noch schlimmer wird oder... Weil ich meine, momentan geht's eigentlich, da ist es nicht so passiert, außer mal der Vorhang hat sich mal bewegt oder so, aber sonst, dass ich eine Stimme gehört hätte oder irgendwas anderes, war jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und ich kann es wirklich einfach nur jedem abraten, sowas zu tun, weil es ist kein Spiel, es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und man muss auch bedenken, der Geist, der bleibt nicht an einem Ort, der geht mit der Person mit. Also wenn ich jetzt in die USA ziehe oder nach Australien oder sonst irgendwo hin, der Geist bleibt nicht hier, der geht mit. Und es ist einfach kein schönes Gefühl, sowas zu wissen. Auch wenn man jetzt an Geister glaubt, so wie ich es ja tue. ja, also ich rate es wirklich jedem ab, sowas zu tun. Und... gib mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und bis Freitag. Tschüss!